Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos zockt Sims 4, der familienadäquaten Unterhaltung auf diesem Kanal in Farbe und Bunt und mit den einzigartigen Hausdrachen. Da ist er, ja. Viele erzählen immer so von der Spezies der Hausdrachen. Hier haben wir den wirklich. Und zwar in der ohne Nudelholz-Version. Die Leute, die einen Hausdrachen zu Hause haben, mit dem Nudelholz, die wissen ganz genau, dass man diesen Drachen nicht reizen darf, weil sonst geht der Enrage und man hat eine ziemlich große blaue Beule am Schädel. Ja, falls ihr solche Hausdrachen zu Hause habt, schreibt's unten mal ruhig in die Kommentare. Ist immer interessant, immer zu erfahren, auch wenn ich euch dabei nicht wirklich helfen kann, weil ihr habt euch den Drachen ja selber sozusagen angelacht, ja. Das nennt man dann Schicksal, eigene und so weiter Verantwortung. Gut, wir widmen uns aber im Prinzip jetzt erstmal den Quantums und da haben wir sie auch schon. Und der einzige Drache, der sich hier sozusagen befindet bei den Quantums, ich muss erstmal die rechte Taste hier finden, da haben wir sie schon. Befindet sich hier nur außerhalb, also dort, die Drachenskulptur, übrigens immer hergestellt von der Exos Quantum. Der majestätische Drache erfüllt die Luft mit seinem Brüllen. Nimm dieses Brüllen und übertrage es in die hölzerne Form des geflügelten Fabelwesens. Wobei jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Drachen, die wissen ganz genau, dass Drachen keine Fabelwesen sind. So, übrigens, wir haben hier in diesem Haus einen ziemlichen Bug. Ein Bug ist uns zwar alle da. Und zwar besteht der Bug da drin, dass wir ja keine Anhöhung mehr fürs Haus haben und dass dadurch dieses Anhöhungsteilobjekt namens Treppe, keine Funktion als solches mehr hat. Die Quantums sind trotzdem hinein und hinaus gekommen durch diesen kleinen Winkel. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir debuggen das ganze Teil, indem wir die Höhe des Gebäudes anheben. Dann haben wir aber ein Problem, dass dieses Pavillon scheiße aussieht. Das war ja das Problem gewesen. Und da ich solche Probleme generell nicht mag und ich der Meinung bin, wir sollten das Ganze hier schön machen, bin ich mal der Meinung, dass wir diesen Bereich etwas ändern. Und dann hatte ich ja auch sowieso mit den Gedanken gespielt, dass wir die Grillecke hier nach vorne setzen und dort, ja, den Irrgarten erweitern. Und das machen wir jetzt. Das heißt, wir werden jetzt hier eine Menge Bau und Friemelei machen. So, haben wir erstmal das weggehauen. So, Hammer weg. Das war mal Hammer, eine Hammermethode. Und ich merke gerade, dass auf meine Ohren die Musik sehr laut ist. Deshalb muss ich mal hier ein bisschen am Mischpult regeln. Audio Out PC. So, da haben wir Audio Out PC gemacht. Und jetzt habe ich auf den Ohren eine wesentlich angenehmere Lautstärke. Ja, so lässt sich das damit leben. Gut, die Frage, die sie stellte, hier haben wir diesen schönen Steingarten, wenn ich jetzt das Ganze hier so hinflinsel, habe ich ein Problem mit dem Steingarten, das heißt also, ich muss natürlich den ganzen Steingarten, den wir hier so schön hingeflinselt haben, insgesamt nach vorne bringen und das machen wir dann auch mal und zwar um so und so viel Stück. Copy and paste for Runaways. Das ist ja hammerharte Kopierarbeit hier. Copy-Paste. Nee, ist ja nicht Copy-Paste, ist ja Cut-and-Paste. Wenn man es genau nimmt. Das ist ja Cut-and-Paste. Ja, so war das. Cut-and-Paste, weil wir schneiden es ja sozusagen raus und fügen das wieder ein. Und deshalb nennt man das Cut-and-Paste. Copy-Paste wäre ja, wenn ich es da noch hätte. Und, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Seid ja alle Computerprofis. Die erzähligen das hier, ey. Also, ja, das frage ich mich manchmal auch. Gut,
wir haben das und das und das. Das heißt, wir wollen dann natürlich so stellen, dass wir theoretischerweise hier wieder den Platz haben, dass wir da durchkommen. Das heißt, wir platzen das einmal dahin und auf der anderen Seite machen wir wieder sozusagen spiegelverkehrt das aufbauen, was wir schon auf der Seite hatten. Und jetzt sehe ich gerade, dass das hier insgesamt jetzt so sauberer hinkommt als dort, wodurch diese beiden Büsche eigentlich irgendwie unnütz werden. Gut, dann machen wir die beiden Büsche da weg. Und dann wollen wir mal kicken, dass wir hier natürlich auch die Bänke dahin bekommen und die Grillofie, die Grillofozi, okay, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber die Grillofuz, Grillofofie, nee, Grillofuz, Mann, wie ist denn das? Grillofosophie? Ihr wisst schon, was ich meine, diese andere hier, Grillo, da, ihr wisst schon, Grillophilosophie, jetzt haben wir es, Mann, die Grillophilosophie, Mann. Was war denn dem Wort so schwer? Weiß ich nicht. Da sind wir glatt fast ins RTL-Niveau reingeklatscht. Ja, da kann ja nicht wahr sein. Ich Mensch. So. Machen wir das alles hier schick hin. Genau. Wow. Das sieht direkterweise sogar gelungen aus. Ja, das sieht sogar direkterweise gelungen aus. Wir können dort aber nochmal eine Halbsequenz oder eher nicht, wie eine Lampiansen reinmachen. Das heißt, wir machen mal der Lampiansen. Ziehen mal der Lampianse hier rein. Eine Lampianse da. Dann eine andere Lampianse. Die müssen wir natürlich dann drehen, dass die hier so reingedreht ist. Aber da passt die gar nicht so gut rein. Ist das jetzt auf der richtigen Höhe? Ja, das scheint auf der richtigen Höhe zu sein. Jetzt müssen wir noch eine Lampianse, die so lang zeigt. Dann nehmen wir die hier. Die bietet sich ja theoretischerweise da an. So. So ist das schon mal ganz schick. Aber noch nicht schick genug. Weil das nicht schick genug ist, machen wir das einmal so. Ey, komm mal her. Danke. Und jetzt wird das Ganze hier nochmal schick platziert. Das nennt man den Placebo, Platziereffekt. Ihr steht schon. Gut, dann haben wir einmal das hier. Das muss natürlich auch alles hier rüber. Und dadurch ist natürlich dieser Bereich da hinten frei und diese ganzen Verlinsen hier, die stören. Das heißt, wir machen die hier mal alle weg. Das passt natürlich jetzt alles nicht mehr hier hin. Ist alles natürlich jetzt nicht mehr zeit- und gemäß. Dann heißt das, wir machen das hier mal weg. Alter, so eine Gartenarbeit macht mir echt eine Menge Arbeit. Deshalb heißt das, glaube ich, Gartenarbeit. Ja? Ganz viel davon. Oh Mann, das nimmt kein Ende. Vorhin kein Gutes. So, weg haben wir's. Gut, ich kopiere. Jetzt kommt das mit Copy-Paste. Wir haben ja mal das gekopy-pastet. Dann machen wir mal die hin. Dann machen wir nochmal Copy-Paste. Nehmen wir mal die hier. Machen wir mal die hier ran. So, auf die Ecke. Und hier in der Mitte mache ich mal die Couleur rein. Da haben wir damit der Couleures. So. Genau. So möchten wir das schön machen. So passt das. Jetzt muss ich natürlich kicken. Also mit der Oje. Wo wir das hier lassen. Ja? Wir wollen ja hier sozusagen weiter grillen können. Und es scheint zu funktionieren. Ja, ist zwar alles jetzt ein bisschen eng an der Seite, aber... Ja, wir können das alles um eine Halbsequenz nochmal da runterziehen. Ja, das wäre ja möglich. Können wir ja mal machen. So, so halb hier nüsslich. Das geht sogar noch besser, so. Schauen wir mal. Das soll ja hier auch ein bisschen gut ausschauen. So theoretisch schon, wäre nicht verkehrt. Bisschen Optik und so weiter. Ihr kennt's ja. Okay, so sieht's schon besser aus. Der, was ist hier los? Ah, der will er nicht. Der will da. Bleibt also auf der Höhe. Es ist dann sozusagen die Höhe.
Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht. Hier passt es in den Gebüsch rein. Da passt es nicht in den Gebüsch rein, oder was? Ja, wäre aber schöner, wenn das dann... Warum? Das ist immer so die Frage. Warum? Weshalb? Wieso ist das so? Ja. Muss das so sein? Ja, anscheinend schon. Okay, so können wir es nehmen. Da haben wir definitiv hier Platz gewährt und dort Platz gewährt. Hier ist dann der Steingarten. Er sieht eigentlich ganz gut aus. Wobei ich da fast am Überlegen bin, ob wir den doch noch mal ein bisschen weiter nach draußen ziehen. Oh yes. Meine ewige Unzufriedenheit mit dem Design. Eine Designarbeit kann schon mehrere Stunden bis Tage beanspruchen. Warum ist das so? Ja, das ist der hohe Anspruch an Design. Dieses Design wird Ihnen präsentiert von iCaramba Entertainment. Ja. Ich bin sogenannter Designologe. Kennt ihr das da? Designologie? Ich könnte das auch nochmal ins Sofa setzen. Ja, sogar noch. Naja, nicht ganz. Das muss doch wieder hier rüber. Das sieht sonst ein bisschen seltsam aus. Ja, okay, gut. So, passt er da durch, da passen sie da durch, da ist so schick, hier ist so, das sieht nicht mehr so leer aus. Naja, jetzt ist noch diese eine Stelle, wo man ein bisschen was theoretischerweise machen könnte. So, wir machen mal Tag. Boah, hier wird's aber schnell Tag. Und dann wollen wir mal kicken, dass wir hier das Labyrinth hier sozusagen erweitern können. Wir nehmen mal hier diese komische... Gartenzwiebel zur Seite und die Antenne, die können wir mal so lassen oder nehmen wir den Baum hier weg. Nehmen wir den Baum hier weg. Der Baum. Der Baum, der freundliche Herr, der sozusagen... Der sieht ein bisschen verloren aus, aber egal, wir kümmern uns nachher mal darum. Wir brauchen auf jeden Fall mal eine Hecke. Wir machen mal hier eine Hecke. Hecke? Dann wollen wir mal hier die Hecke so reinziehen, dass wir hier mal so labyrinthtechnisch hier unterwegs sind. Oh. Das wird ein ganz großer Labyrinth hier. Das ist The Labyrinthos. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, The Labyrinthus? So, so. Und hier machen wir... Dann machen wir so. Oh ja. Warte, nimmt da hier ein Ende. Ich weiß aber nicht, ob es gut oder schlecht ist. Theoretischerweise müssten wir da die rausruppen oder so. wir nehmen mal hier das Gemüse raus. Machen wir hier, gucken, was wir das Gemüse hier ein bisschen anders platzieren. Kriegen wir das hier noch ein bisschen ran? Nee, überschneidet sich damit Objekt. Es überschneidet sich mit Objekt C. Oder wie das heißt immer so schön? Objekt kann nicht überschnitten werden. Jo, machen wir es so. Ja, das ist doch, was ist? Bis wohin können wir den Labyrinth durchziehen? Machen wir das bis hier vorne wirklich hin oder tun wir nur so? Dann machen wir hier so. Machen wir das hier so mit Abstand zu der anderen Hecke oder lassen wir sie so reinwachsen? Das würde ja auch gehen, ne? Wenn wir sie so reinwachsen lassen. Hoppala. Nochmal, wie sieht denn das aus? Ey, es sieht ein bisschen blöd aus, weil... Darum. Dann sollte die natürlich auch schon verbinden. Das ist dann verbindlich. Ja, so würde das gehen, ne? Aber hier müsste ich natürlich noch ein bisschen weiter vorziehen, weil der Raket hier
Der Raket ist raketelisch. Machen wir mal so. Jo, 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 jo. Machen wir hier einen schönen Labyrinth. So. Nee, das hier. So, hohe Hecke. Dann machen wir die hohe Hecke bis. Genau. Dann passt das nämlich hier bis zum Weg. Schaut mal. Jo, sehr schön. Bis zum Weg. Hey, das hat bis zum Weg gepasst. Und dann machen wir da hohe Hecken hier mal. So, und einmal. So, das heißt aber, wir werden mal der hohe Hecklichkeit. Ja, ich sehe schon ein Problem. Seht ihr das auch? Das ist schade. Was haben wir denn da? Hohe Hecke, das wäre die. Das ist so ein komisches Eckcluster-Teil, das ist nicht so schön. Wie haben wir das hier gelöst? Durch Glück und Zufall. Durch Glück und Zufall. Oh Mann. So, machen wir es so. Ja. Okay, Heckenreihe. Das ist aber nochmal eine andere Hecke, wie ich gerade sehe. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wie sieht denn die aus? Ja, die sieht nicht so ganz akkurat aus. So, das ist es, ja. Die sieht so wild aus. So, die Wild Hecke. Wild Heck. Das ist versetzt. Genau. Hoppala. Das ist The Wild Heck. Dieter Wild Günther Heck. Okay. Okay. Ja, wir kommen der Sache langsam näher. Aber glücklich bin ich noch nicht. Definitiv noch nicht, oder? Da geht noch was. Da muss ich da durch, da muss ich da durch. Da überschneidet sich wieder was. Das ist ja immer so. Es überschneidet sich immer was. Das ist ja hier Schlimmestes. So. Was ist denn, wenn ich die Antenne woanders hin mache? Das Ganze ein bisschen so mache. Und dann das Ganze so mache. Er sieht besser aus. Die Frage ist, ob ich natürlich auch die Rakete sauber noch bedienen kann. Das ist ja auch mal die Frage. Hier sind die Blümchen vorne drin. Nee, ich wüsste, wie ich das garantieren kann, indem ich die Blümchen hier raushaue. Die braucht keiner. Und dann machen wir der Rocket so nah ran, wie es da geht. Das wäre so. Das höchste, hier müsste der Platz reichen. Da sind die Pfeile voll frei. Die sind voll frei. Da hätten wir da Satellitenantennos. Okay. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, mal echt mal gucken. Also so ein Labyrinth-Design, das ist echt nicht einfach, muss ich mal sagen. Ich sehe auch, dass ich echt wieder überzogen habe. Deshalb sehen wir uns direkt X morgen bei Labyrinthus wieder. Also in dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.